Musik von Gabriela Matek und Derek. Bevor die beiden aber jetzt hier anfangen, möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz erzählen, wie ich die kennengelernt habe. Das war nämlich beim Schwerter Pannekauffest, da gibt es immer so einen Talente-Wettbewerb, da heißt der, also Schwerter Talente Aufruf. Da hieß es dann, also da sind die Urnachrichten mit eingebunden und ich sitze halt auch immer in der Jury und da hieß es dann, also eine Teilnehmerin kommt etwas später, die kommt direkt von der Klassenfahrt. Und dann war es also so, es begann schon Pausen, die beiden Moderatoren, die haben auch hier sitzen, der Jörg und der Jörn, die haben schon angefangen, das Loch zuzumoderieren. Und dann irgendwann kam sie tatsächlich von der Klassenfahrt aus Spanien zurück und hatte 21 Stunden im Bus gesessen, ist dann hier von ihrem Vater abgeholt worden, dahin gefahren worden, auf die Bühne. Dann hatte der direkt noch das Keyboard mit und wir kriegen das Keyboard nicht zum Laufen. Das macht jetzt so alles andere, als es machen sollte. Dann hatte zum Glück noch ein anderer Teilnehmer des Wettbewerbs, der da auch hier, hat sich nicht so sehr als Konkurrent verstanden, dass er ihm dann das Keyboard überlassen hat. Und dann haben die quasi mit fremdem Equipment nach 21 Stunden Fahrt da gesungen und den Wettbewerb gewonnen. Und da haben wir gesagt, vorzustellen. Die Gabi singt hauptsächlich im Chor der euroafrikanischen Gemeinde Christ for All Evangelistic Ministries und da singt sie hauptsächlich Gospel. Das erste Lied war auch so ein bisschen aus dem Rahmen. Und das zweite, das wird Nicole. Genau. Zwar war das bei mir auch nicht vorenthalten, nämlich ganz schön schwierig, auch bei deinem zweiten Auftritt in Schmerz wieder mal, dich heute hier überhaupt auf die Bühne zu kriegen. Erzähl mal, was das Problem war. Eigentlich müsste ich ja jetzt in der Schule sein. Da war es halt nur noch mit meinem Schulleiter, meinem Stufenleiter abklären können. Und da Frau Schönberg ganz nett war und mir eine Schulfeier geschrieben hat. Da steht nicht drauf, die Gabi muss für die Urnachrichten singen. Genau. Was hast du heute gemacht? Zeugnis. Nein, ich habe schon vor zwei Wochen bekommen, da ich ja in der 12. Klasse bin. Ja, aber heute ist halt die Zeugnisvergabe für die anderen Klassen. Ich hätte jetzt eigentlich Geschichte auf Englisch und. Was habe ich denn jetzt? Und die Religion. Ja, passt ja nicht. Schön, dass du hier bist. Genau, Heiko hat es gerade schon erwähnt, wie und wo singst du sonst? Kannst du Englisch sprechen? Dann sehen die Leute dich auch. Ich singe sonst halt in meiner Kirche, also meine Jugend genannt. Und manchmal bekomme ich auch Aufträge auf Hochzeiten. Letztes Jahr dann beim Wettbewerb und. Du hast vorhin gesagt, du bist gar nicht nervös. Erklär mal warum. Ist das so normal, auf einer Bühne zu stehen oder ist die Musik einfach so? Ich liebe Menschen und ich finde das hier ganz interessant. Und das ist natürlich für mich jetzt auch ein sehr neuer Lebensabschnitt, wenn man das so sagen kann. Und bin eigentlich nur total froh, hier zu sein. Okay, schön. Ja. Als nächstes singe ich halt ein Believe I Can Fly von R. Kelly, bekannt. Ja. Und ich glaube halt auch, dass man sich halt immer steigern kann, also im Beruf auch und in der Karriere von dem Unternehmer des Jahres, dass er halt noch höher steigen kann, wenn er nur an sich glaubt. Und das letzte Lied wäre halt Lean on Me von Bill Withers. Das ist dann halt so, dass wenn mal Schwierigkeiten und so vorhanden sind, braucht er vielleicht mal die Schulter von seiner Frau, wie er sich dann vielleicht annehmen könnte. Ja, super. Dann wünsche ich jetzt.